Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Männerlords. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier schon einiges vorbereitet. Was ist das denn? Einzäunen ermöglicht die Nutzung eines brachliegenden Feldes als Weide, wodurch Fruchtbarkeit besonders schnell regeneriert wird. Für Düngung, okay. Interesting. Es scheint mir so, als ob ein Update gekommen ist, weil wenn ihr euch die Logos anschaut, schaut das wesentlich anders aus wie davor. Also wesentlich anders. Irgendwie sind hier die Tiere auf einmal sehr viel leerer. I don't know why. Hier tun sie gerade schon wieder Holz abfarmen und hier wachsen unsere Bäume langsam. Wunderschön. Aber es gibt natürlich also auch Sachen, die sind nicht so schön. Und das ist dieses Feld hier. Das wird unser erstes Feld sein, das wir jetzt abreißen. Im Zuge des Plans, dass wir hier neue Felder hinsetzen. Und dazu will ich auch hier so ein bisschen mehr Struktur reinbringen. So. Ich will einfach, dass wir hier so schöne kleine Felder haben, die auch schön in das Gebiet passen. Mit Straßen gleich können wir hier richtig schöne so Standardfelder hinkriegen. Oder halt Felder, die auch schön ausschauen. Okay. Warum? Ganz mager meine Idee, wie es scheint, nicht. Weil die eine Straße ignoriert damit komplett. Vielleicht sind es die alten Straßen, die ich mag. Wie gesagt, ich vermute auch, dass irgendwie ein Update gelaufen ist. Weil die Logos haben sich dezent verändert. Und das muss schon was heißen. So, wir machen dich auf Weizen. Nein, wir machen hier Weizen. Flachs. Weizen. Das, was jetzt du? Das machen wir mit dir auch. Weizen. Flachs. Weizen. Und hier machen wir... Nee, warte mal. Wir machen hier... Weizen, Weizen, Flachs. Hier machen wir Flachs, Weizen, Weizen. Und dich machen wir in drei wieder. Dich machen wir Weizen, Flachs, Gerste. Gut. Und so können wir Stück für Stück unsere Felder ein bisschen umbauen. Und es schaut bestimmt auch am Ende relativ cool aus. Wenn wir das Ganze ein bisschen neu generieren und auch mit Straßen so ein bisschen winden lassen und hin und her. Warum steht ihr eigentlich blöd rum? Warum ist schon wieder alles auf Null? Was passiert hier? Also ganz verstehe... Warte, hä? Hier backt irgendwas, oder? Kann das sein? Oh no, das Spiel ist verbuggt. Ernsthaft alles von vorne? Pfff.
Leute, was the fuck? Okay. Deswegen reagiert das Spiel auf nichts mehr. Aber hier tut er noch drauf arbeiten. Hä, jetzt geht's wieder. Was? Bin ich jetzt wieder auch im Zeitalter, richtig? Okay. Scheint es gefixt zu haben. Deswegen hat er vielleicht die Straßen noch nicht erkannt. Spannend. Hör mal. Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Warum wurde die Armee eines anderen Herrschers gesichtet? Oh. Ich hatte echt kurz Panik, dass ich den Spielstand anfangen muss, ne? Wo ich jetzt hier endlich Stück für Stück nach vorne komme. Aber schau dir an, jetzt, das geht natürlich auch viel schneller. Und wenn das Stück für Stück natürlich flott geht, why not, ne? Der Bulle macht das Feld noch nächstes Mal, wenn die geerntet werden, tun wir die ganz neu machen. Dann sollte das hoffentlich sich auch ein bisschen ändern wieder hier. Nahrung haben wir eigentlich relativ viel, finde ich, auf Lager. Oder wenigstens relativ gut. Kann schlimmer gehen. Trotz wie die fahren. Lustig. Jetzt verstehe ich auch, was vorhin passiert ist, weil vorhin hatte ich einfach mal die komische Anzeige, dass ich doch das Tutorial durchmachen muss. Was? Leichen müssen bestattet werden. Ah, ja, stimmt, wir hatten ja... Seht ihr das? What? Meine Anzeige ist verbuggt. Aber er sagt trotzdem, hey, das passiert, jenes passiert. What? Also ich habe angeblich Familien da, aber ich sehe nichts mehr davon. Weird stuff. Aber hey, das ist okay. Ich habe jetzt echt gedacht, das Ding hat sich irgendwie komplett aufgehängt und ich kann gar nicht mehr spielen. Aber wie es scheint, ist es ja nur ein Anzeigefehler. Dann ist es noch okay. Dann sehe ich das noch als ganz in Ordnung an. Es gibt Sachen, da sehe ich das dann gar nicht mehr ein. Königliche Steuer hat schon wieder 200, Alter. Ja, 90 Tage. Ja, die kriegen ja halt nichts mehr. Die sind halt echt nur noch so quasi die Testfelder. Aber okay, wir machen jetzt schöne kleine Felder hier überall hin. Ich meine, das ist halt wirklich klein, aber besser wie gar nichts, ne? Und wenn die jetzt mal das hier hinkriegen, wirklich Fleisch zu sammeln, wäre das natürlich eine grandiose Sache. Lebensmittellager voll. Achso, nee, von dem Lager. Wollte schon sagen, das wäre ja mal grandios, wenn das voll wäre. Also du brauchst noch 78 Tage und dann kannst du geerntet werden. Genauso du. Und dich wandeln wir dann aber sowas von um, dass wir hier so Straßen durchhaben und Felderwege. Dann wird es ein richtig schönes Feld. Boah, hier sind viele Wildbären, ne? Hier ist ein gutes Steinvorkommen noch. Die Wildbären finde ich eher spannend, die hier sind. Die Schafis, die leben hier in ganz Zufriedenheit. So, jetzt sehe ich wieder was. Jetzt habe ich wieder... Wir speichern mal kurz und starten das Spiel neu. Überschreiben. Gehen einmal zurück ins Hauptmenü. Und gehen auf Spielladen. Laden.
Vielleicht ist es einfach ein Bug und wenn ich jetzt reingehe, ist alles wieder vorbei. Das wäre ja ein Träumchen dann, ne? Das wäre ja dann ein richtiges, schönes Träumchen. Ich mag die Bilder, die sind schön. Das könnte auch so ein Bildschirmhintergrund sein. So, okay. Wieder der spannende Zoom rein. Super. Aktuell schaut alles gut aus. Ich habe keine Tutorial-Anfrage bekommen. Schauen wir mal, was weiter passiert. Mein Spiel wollte mir vorhin ehrlich erklären, was ein Marktplatz ist. Großes Lagerhaus ist voll. Oh, holy. Vielleicht muss ich dann doch noch wirklich ein Lagerhaus bauen. Lager. Nein, ich fand die Pose ganz geil. Perfekt. So. Und wir lassen das Ganze jetzt hier schön wachsen, im Sinne von, dass wir hoffen, dass das Ganze natürlich dann sich verbessert. Ach, schau mal, hier wächst die Gerste natürlich auch richtig gut. Aber wir werden das hier Ganze umbauen, also wir werden hier viel schönere Felder machen. Ich will es mehr in so einem Stil machen. Dann schaut es wirklich ländlich aus. Ich probiere es mal. Ich bin zwar kein wirklicher Designer-Mensch, aber vielleicht kriege ich in meiner Ortschaft ein bisschen hin. Wer weiß. Und bald müsste eh ja Farmzeit sein. In 45 Tagen, ja, das wird nicht mehr viel bringen, ne? Ach, das Lagerhaus ist fertig, super. Dann kriegst du gleich mal zwei Mitarbeiter. Schafzucht, das Forster scheint aber auch gut dabei zu sein, weil die Bäume wachsen. Aber Brennholz ist voll. Was? Wir haben 10 Monate Brennholz, das ist super. Guck mal, wir tun gleich upgraden. Was haben wir denn hier eigentlich so viel drin? Oh, König ist schon wieder. Wir haben sehr viel Leder. Holy moly, haben wir viel Leder. Und viel Werkzeuge. Wollen wir noch unseren Handelsposten hier? Handeln. Und was fehlt denn das? Leder können wir uns nicht leiden, weil das kostet der Weg 300. Wie viel kostet denn das für ein normales Handwerkzeug? Wenn ich wüsste, wo das ist, wäre es natürlich noch eine ganz andere Sache. Aber ich hier Werkzeug. 300. Die habe ich eventuell gerade nicht. Aber wird noch, wird noch. Bald ist Erntezeit. Die müssen auch bei. Die haben wenigstens ein bisschen was gebracht. Ich bin erstaunt. Die bringen gar nichts. Und mit dem Fruchtwechsel können wir vielleicht was reinkriegen. Das wäre schön. Das wäre natürlich eine richtig feine Sache. Aber ich kann ja hier irgendwo. Wann ist Schafzucht? Hier, Schafzucht. Auf Weide grasende Schafe vermehren sich über die Zeit. Winterfischen. Arbeiter schneiden Löcher in das Eis zugefrorener Fischteiche. Köderhacken. Welche Fischteiche? What? Hä? Verdoppelt die von Jägern, Metzgern produzierte Menge an Fleisch. Das wäre grandios. Braucht dann noch eine Stufe 3 mehr und dann noch viele Stufe 3 brauche ich noch ein paar. Also ich kann die zum Beispiel noch aufstufen. Aber ich mag das Spiel, wie gesagt, das Spiel ist relativ cool, finde ich cool und das Ganze läuft auch sehr gut. Also wie gesagt, das gerade eben war ein Bug, aber der Bug funktioniert, hat sich ja gut ausgetarantiert, ne? Hätte viel schlimmer laufen können. So ist es nicht Erntezeit? Als regnet es, jetzt tun sie es nicht ernten, oder? Oh doch, die fangen im Regen an. Leute,
Ah ne, jetzt hat's aufgehört. Super. Und die sammeln die ganzen Felder schon. Ich will die Felder jetzt noch nicht vernichten. Transportiert die das jetzt ins Haus rein, oder wie? Scheint so. Oh, die Shit, die transportiert viel. Auf einen Schlag. Nein. Das Feld wird bitte abreißen, genau. Also sie sammeln schnell, das finde ich cool. Hat zum Beispiel hier dran. Ja, das ist vielleicht eine der geradesten Straßen dann am Ende wieder, aber... Hier, ich kenne auch einen Weg. Du kriegst mal die Prio niedrig, bitte. Sehr niedrig. Die Felder lasse ich noch fürs Erste, glaube ich. Ich muss nicht alles vernichten, was ich hier irgendwie habe. Oh no, er fängt hier an. Wenn ich dich jetzt abreiße, ich hoffe, ich verliere nicht das Zeug drauf. Oh, ich glaube, ich habe gerade das Weizen verloren. Fuck. Don't tell me I lost it. Oh ne, hier stehen... Hier sind noch Vorräte, 40, okay. Gut. Kann ich die Straße abreißen? Alt. Ne, aber das ist nicht alt. Das ist alt. Remove. Gut, dann machen wir jetzt die Straße hin. So. Nein, das muss wenn dann schon so ein bisschen passen. So, okay. Es hat jetzt doch ein bisschen viel Struktur, aber... Was ist das? Das ist mal jetzt eines der größten Felder. Und dann... Können wir schon Felder designen? So, okay. Gucken wir, war da jetzt gleich ein Anschluss, ne? Warte mal. Jetzt hat aber. Dann noch ein Feld. Ich finde, es funktioniert sehr gut gerade. Hier auch noch ein paar große Felder. Hat nicht so groß wie davor. Die kriegen eine niedrige Prio. Du bist auch niedrig. Und dann hätte ich dich gerne wieder hier mit. Schade, dass ich die nicht übernehmen kann auf andere. Das wäre super. Wir fangen hier mit Gerste an. Ne, wir fangen hier mit Flachs an. Flachs,
Gerste, Weizen. Hier machen wir Gerste, Flachs, Weizen. Hier machen wir Weizen, Flachs, Weizen. Hier machen wir Gersten, Flachs, Flachs. Hier machen wir Weizen, Flachs, Weizen. Weizen, Flachs, Gerste. Hier machen wir Flachs, Weizen, Flachs. Und hier unten machen wir Weizen. Hör auf, ich bin noch nicht fertig. Gerste, Flachs. Okay, das schaut jetzt irgendwie nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das wird sich noch entwickeln, hoffe ich. Ich habe halt diesen Haltbogen gemacht und das war blöd. Und die haben sau viel zum Pflücken, das ist die andere Sache, ne? Ich müsste noch ein paar Bauern erledigen. Wie viel Weizen haben wir jetzt im Lager? 80. Ist das das? Brennen wir fürs Erste ab. Ich glaube, das wäre sonst zu viel. Ja, schau, wie klein. Der Ochse kommt mit dem Kleinen sehr gut zurecht, habe ich das Gefühl. Sammelt ihr die restlichen auch noch oder so? Aber jetzt wird's, ja, jetzt wird's. Nahrung ist halt wieder Katastrophe, aber. Sollten wir unter Kontrolle kriegen, hoffe ich. Bären sind schon wieder aus. Ne, das brauchen wir jetzt auch nicht. Probieren wir es mal fürs Erste nur mit den Feldern. Vielleicht bauen wir noch einen Bauernhof hier unten hin und dann machen wir hier noch ein paar Felder rein. Stück für Stück. Sollen Sie erstmal nur auf die konzentrieren, bitte. Der ist jetzt schon fertig, glaube ich, oder? Der macht doch noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, dadurch, dass die natürlich nicht gerade sind, sondern halt doch ein bisschen durcheinander, ist es halt nicht unbedingt die erfolgreichste Sache. Also die ersten Felder werden jetzt schon gemacht. Das ist dann eines der größeren Felder und die brauchen natürlich mehr Leistung wie von den anderen Feldern. Das ist halt die Sache, auf die ich hoffe. Dass mit den Ochsen wir da relativ viel machen können. Wie geht's dem Lager? Gut. So, jetzt kann ich doch hier meine Handelsroute eröffnen, oder? Jetzt kann ich hier unter dich gehen, sagen, ich will die Werkzeuge, Handelsroute einrichten. Wir machen einen Export. Und wir wollen einen gewünschten Überschuss von 2,50. So, jetzt müssen sie die restlichen Felder noch machen. Es sind halt trotzdem noch große Felder, aber es ist nicht mehr diese riesige Felderfläche, die ich davor gemacht habe. Und ich glaube, das könnte uns doch den Arsch auch retten, in dem Fall, wirklich gesagt. Weil klar, ich habe jetzt viel umgebaut und alles, aber nächstes Jahr sollten die dann gut damit klarkommen. Wenn ich dann noch einen Bauernhof hinzufüge, der sich auch darum kümmert. Weil jetzt haben es halt ein, zwei Dinger, die sie hintereinander machen. Und dann, wenn sie es taktisch durchgehen, sollte das ja kein Problem werden. Dann schau mal, die kriegen die ganzen Felder fertig. Nahrung gehe ich zu. Nein, da machen wir jetzt ehrlich gesagt gerade keine Sorgen drum. Aus einem ganz simplen Grund. Die Leute sind fast fertig. Und dann werden sie das umwandeln und dann wird das Brot gemacht. Ich mache mir jetzt gerade wenig Sorgen darum, ehrlich gesagt. Come on, Lady. Ah, der nennt, das finde ich schon wieder cool, dass er das den Namen für seinen Ochsen hat. Und durch die vielen Straßen natürlich. Jetzt können die hier reinrennen und machen hoffentlich ein bisschen was draus. Ja, jetzt halt machen sie es. Wird das erste Weizen verarbeitet. Oh, schnell, den haben sie nicht fertig gekriegt. Schade.
Ah, die wichtigsten Felder sind gleich komplett durch. 28. 0. Schau mal, das sollte sich noch ändern, denke ich. Die waren halt früher ready to go. So, die Mühle arbeitet. Und die nächsten Bäume fallen super. Na, aber es läuft bei uns im Ort, glaube ich. Wir haben 11 Monate an Brennstoff alleine wieder auf Lager. Was willst du da meckern? 11 Monate Brennstoff. Ich hätte gern noch einen Förster, ganz ehrlich gesagt. Der sich um die Bäume kümmert. Hier unten. Bedürfnis nicht erfüllt. Ach, Lebensmittel. Aber da haben wir doch noch ein bisschen, oder? Ich dachte, da ist noch ein bisschen was da. Wie schaut es denn hier aus, Leute? Ja, es wird doch da und abtransportiert. Da wird es doch gefahren, glaube ich. So würde ich das auf jeden Fall sehen. Hier ist Weizen drin. Und Korn sogar. Also das Lager dürfte nicht leer sein. Da müssen die Leute halt mal ein bisschen schneller backen. Ganz, ganz simpel. Ich kann denen nicht immer die Händchen halten. So, wir haben noch zu erfüllen, um die nächste Stufe zu erreichen. 3, Stufe 3. Auf Stufe 2 ausbauen. Stufe 3 würde Ziel und wir müssen Bekleidung eine zweite Variante hergeben. Forsthaus. Und dann ein Arbeitsbereich festlegen, aber so einen großen. Der hat da genug zu tun. Ich will halt, dass wir ein bisschen Wald haben einfach. Soll sich darum kümmern, dass die Bäume wachsen. Weil jetzt haben wir hier so einen sehr lichten Wald. Und ich hätte gern, dass das wächst und weitergeht. Ist der Ofen beschäftigt? Ruht aus Heilung, wartet. Krank. So. Wenn die Bäcker backen würden, hätten wir auch ein bisschen Brot. Weil jetzt haben wir null. Wie ist denn das mit Heimbäckereien? Gab es die nicht auch mal? Ziegenstall. Die haben das echt erneuert. Die ganzen... Schau mal, hier ist eine Metzgerei. Fleisch und Häute aus dem Überschuss aus dem Spielstand und Würste aus Salz und Fleisch. Okay. So, ja, die müssen arbeiten. Was machen die denn? Das verstehe ich nicht. Hier ist so viel auf Lager. Hier ist Gerste, alles auf Lager. Aber sie interessieren sich so null dafür, dass sie sich darum kümmern. Reserven. Wir brauchen Reserven 10. Und dann mach Reserven 5. Oh, die haben die ganzen Reservesysteme geupgradet. Kümmert sich jetzt einer mal von euren Hyopies da drum? Gott, ich brauche jetzt noch eine. Es gibt's ja gar nicht, dass die sich nicht drum kümmern, sich selber am Leben zu halten, oder? Nein, ihr geht nicht auf den Markt. Ihr backt jetzt. Backe, backe Kuchen, meine Freunde. Das ist doch der Wahnsinn. Wir haben keine Nahrung. Der Bäcker macht nichts. Was ist das?
Das sind schon wieder so Sachen, wo ich mich frage, warum geht. Wartet, 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 geht nach Hause. Wartet, wartet, wartet. Muss ich den Bäcker einmal hier rausziehen, einmal wieder reinschmeißen, damit er versteht, dass er zu backen hat. Ja, ich weiß, dass Hunger ist. Ich kümmere mich ja gerade drum. Und ich versuche, dass ich mich drum kümmere, weil die Hyopies kriegen es nicht selbstständig auf die Reihe. Der Bäcker backt nicht mehr. Guck mal, wir haben hier Tonnen an Brennstoff eigentlich. Tot durch Hunger. Jetzt geht das wieder los. Yay! Tote Fungen. Der Bäcker müsste nur backen. Es ist nicht ein Problem. Der hat sich schon Brennholz geholt. Guck mal. Warum kann ich das eigentlich da nicht aus dem Gemeinschaftsofen? Gemeinschaftsofen. Was ist der Unterschied? Ist der vielleicht einfach verbuggt? Kann der alte Ofen da nicht arbeiten? Jetzt krieg ich Tote Fungen. Ich hasse das. Oh, wir kriegen Brot. Ich glaube, ich muss einfach den. Aber es kann doch nicht sein. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier sehe, dass ich einen Brennstoffvorrat habe. Ist es denn jetzt jedes Mal schlau, dass ich nach einem Update das blöde Spiel neu starte, weil einfach sie es nicht hinkriegen? Selbstständig. Nein, ihr baut jetzt bitte keinen Stand. Ihr macht backt Brot. Eure einzige blöde Verantwortung. Brot backen. Du kannst mir nicht erklären, dass der das jetzt auf einmal hinkriegt. Auf das, dass ich die ganze Zeit gewartet habe. I hate it. I hate it. Wir bauen einen zweiten Ofen, scheiß drauf. So, die Felder wachsen. Hoffe ich doch. Tag 0. Was machen denn die Bauernfamilien jetzt die ganze Zeit? Ich hoffe doch nicht faulenzen. So, wir bauen jetzt noch hier ein Feld hin. Das gibt auch Fruchtwechsel. Das gibt jetzt Flachs, Weizen, Gerste. Interessant, dass hier teilweise einfach gar nichts wächst. Und Nahrung ist halt so, nope, sicher nicht. Jetzt können sie Brot backen, ich verstehe sie nicht. Sie brauchen ein halbes Jahr Hunger, um Brot zu backen. Ich habe zwei. Ich weiß nicht, ob das das Update war, das das zum Backen gebracht hat. Ich will dazu auch nichts sagen, ganz ehrlich. Ja? Königliche Steuer erhöht. Können wir diesen König nicht absetzen? So feldermäßig werden wir nicht groß. Das ist was anderes. Nicht viel machen, glaube ich, in dieser Runde. Aber wir werden sehen, was passiert. Grundsätzlich müssen wir eh gut über die Runden kommen. Grundsätzlich, aber es passiert natürlich nicht. Was? Ach, 800. Holy moly. Garen haben wir auch Tonnen. Eine Werkstatt hier. Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Sire, wir haben nicht genügend Holz.
Aber Leute, ich würde sagen, wir haben es wieder mal überstanden. Das Chaos mit der Nahrung geht weiter und ich hoffe, dass ich das mit den neuen Feldern jetzt gelöst habe. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.